Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge, und zwar die 10. von The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. So, ich muss merke gerade, dass mein Piercing gehangen hat. Es hat gerade wehgetan. Okay. So, in der letzten Folge habe ich angekündigt, ich werde mich mal an die Challenges ranwagen. Und ihr werdet hier gleich sehen, hier sieht es echt noch richtig mau aus. Ich habe das zwar schon mehrmals probiert, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Und ja, wir beginnen gleich mal mit der ersten. Und ich bin schon gespannt, was das wird. Ich muss mal meine Maus hier an die Seite stellen, sonst schmeiße ich sie gleich runter. So. Ja, fängt ja schon super an hier. Ich bin damit ziemlich umbringen kann. Yay. Oh, ich hasse die ja. Explodiert. Jetzt, okay. Wow. Krass. Schöne Explosion. So, ich bin schon am überlegen, was ich euch erzählen kann. Weil spontan ist ja immer gut bei mir. Ich bin dann so spontan, dass ich in einer Folge gleich 20 Themen aufgreife. Aber scheint ja gar nicht so schlecht zu funktionieren. Gott. Fangen wir vielleicht mal an, das habe ich die letzten Tage gemacht. Fangen wir einfach mal damit an. Ich bin nie vor 5 Uhr ins Bett gegangen. 5 Uhr? Passt 5 Uhr? Ja, 5 Uhr passt sowas von. Bin eigentlich richtig müde, aber... Ach. Ich weiß, dass ich definitiv heute wieder vor 5 Uhr nicht im Bett sein werde. Aber hey, schlafen kann ich auch noch später. Also... Heute war es auch alles irgendwie ein bisschen anders geplant. Ich wollte heute Abend eigentlich gar nicht zu Hause sein. Wollte eigentlich zu einer Gala-Dinner-Show gehen. Wird viel nicht was sagen. Also, das Ganze nennt sich Fantissima. Ist im Phantasialand. Und, ja, aber irgendwie muss ich sagen, ich habe einfach keinen Bock drauf. Warum auch immer. Also, ich habe einfach keine Lust, dahin zu gehen. Also, ich bin ja sowieso nicht der Typ, so schickes Kleidchen und, nee, ist so gar nicht meins. Also, ich habe dann mal rumprobiert und habe da auch ein Kleid, was ich eigentlich zu einer Hochzeit anziehen wollte, also zu einer Hochzeitsfeier. Also nicht, ich heirate, nicht falsch verstehen. Nein, ich heirate nicht. Dafür bin ich ein bisschen jung. Ja, was ich anziehen wollte, und da hat es damals aber mit Freien nicht geklappt und ich konnte leider nicht dahin gehen. Und ja, jetzt hatte ich das Kleid zu Hause und dachte, boah, ja komm, wäre schon cool, wenn es klappen würde, dass ich das anziehen kann. Und heute habe ich spontan entschieden, aber ich habe gar keinen Bock, dahin zu gehen. Ja, und jetzt saß ich hier und dachte, was mache ich? Was mache ich? Und dachte, ich nehme spontan jetzt mal wieder meine Folge auf. Genau. Jetzt sitze ich hier und gucke mir nicht die Show an und esse kein Vier-Gänge-Menü. Mann, ich glaube, nee. War keine Fehlentscheidung. Ich hatte eigentlich gar keine Lust, dahin zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Also schon allein wegen Kleidchen und Schuhen und. Ja, ich hätte meine Converse und meine Vans sehr vermisst an dem Abend. Ich hätte Probleme haben können, dass ich gar nicht bis zum Theater komme, weil ich einfach hinfalle und stolpere und mir weh tue. Sehr weh tue. Oh, die ist ja süß. Oh, die ist schnell. Warum bist du so schnell? Das ist ja ekelhaft. Und du spuckst fliegen. Ja. Jetzt sitze ich zu Hause, habe mir gerade ein Bier aufgemacht und freue mich gerade darüber, dass ich mich hier ein bisschen entspannen kann auf meinem Sofa. Und ja, später gucken, was ich später dann noch so mache. Ich bin schon gespannt. Irgendwas werde ich tun. Ich weiß nur noch nicht was. Ich überhaupt meinen Status bei Steam auf beschäftigt gesetzt. Ja, ich hoffe einfach mal, dass keiner schreibt. So.
Magic 8 Ball, was macht das? Was ist das? Ist das strange? Strange, oder was macht das? Boah, ja. Fuck you. Okay. Fuck. Da, jetzt weiß ich, was das war. War es hier, gab es hier irgendwo noch ein Herz? Ich wollte... Oh mein Gott. Oh, erste Müdigkeitserscheinung. Aber die habe ich immer um eine gewisse Uhrzeit. Und dann geht es mir irgendwann so gut, dass ich die ganze Zeit wach sein will und ja. Und dann bereue ich spätestens, wenn ich um 11 auf der Arbeit morgen stehe. So geht's mir nämlich eigentlich immer. Oh, eine Speed up! Yay! Cool. Scheint ja ein richtig guter Run zu werden. Ja. Oh mein Gott, komm, stirb. So. Und ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Yay, ich habe einen Schlüssel. Ja, ich habe ja eh nichts anderes. Scheiße, jetzt fangen natürlich genau jetzt an immer zu gehen. Hätte ich mir schon fast gedacht. Ja. Wo war ich bei meiner Erzählung? Hab ich schon wieder vergessen. Ja, ich hab's echt vergessen. Ja, jetzt sitze ich zu Hause. Entspanne mich, genau, das habe ich dir gesagt. Ich entspanne mich. Ich versuche es jedenfalls. Und bei mir geht das mit dem Entspannen immer noch, wenn ich mich fast selbst umbringe. Ungefähr. Wow, oh nein, 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 nein. Shit, 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 shit. Super. Bin ich fast tot. Fuck you. Jetzt. Das Geld. So. Ja, super, ich versuche jetzt einfach mal nicht zu sterben. Wow, wow, wow. Okay. Ich habe noch ein halbes Herz. Set Onion. Oh, süß. Ja, wie hoch ist die Chance, dass ich jetzt nicht sterbe? Ich will ja auch gucken, was so strange ist. Ah, okay. Ich bin größer, aber ich habe Herzen gekriegt. Oh, cool, ich habe Herzen. Oh. Okay. Jesus. Aber ich muss merken, ich bin halt nicht sehr stark. Ich habe zwar jetzt Speed Up und Drehen Up und keine Ahnung was. Das bringt mir ja nichts, so wirklich. Guck mal, wie wenig Energie ich hier abziehe. So schaffe ich das ja nie. Ich hoffe gerade, also es ist heute wieder so ein Tag, wo ich gesagt habe, ach, ich brauche nicht lange beim Aufnehmen. Und dann wird es bestimmt wieder Stunden. Stunden. Ich hasse das. Ja, nicht Stunden. Also es höchst bis jetzt ja ein. War bis jetzt ja eine Stunde, aber. Ich finde das komisch, wenn man immer anders plant und es funktioniert nie so. Es war genau wie heute auf Arbeit. Wir hatten eine Schulung, eine interne, worum es um Gästegespräche ging. Ja, und wie man mit den Gästen umzugehen hat. Also Formulierung etc. Wobei ich der Meinung... Nee, ich bin eigentlich der Meinung, ist schon in Ordnung, was uns da gesagt wurde, aber... kommt immer drauf an, wie man das auslegt. Also es gibt da so manche Gäste, da bleibt noch nicht mal ich ruhig und ich bin selten eine, die eigentlich was sagt. Mittlerweile bin ich der Meinung, Kellner oder Hotelfachleute werden zu viel als Dienstleister gesehen. Viele Leute denken, ja, ist ja denen ihr Job nicht zu sein. Ja, aber was was hat denn das mit Anstand zu tun? Also ich weiß nicht, so wie sich manche Leute benehmen, ich würde mich schämen dafür. Ich schäme mich auch innerlich für die Leute. Weil das ist richtig Fremdschämen. Man hat manchmal so nette Gäste und dann kommen welche, die machen einen als Kellner den ganzen Tag kaputt. So richtig kaputt. Also so... wie soll man das sagen? Also es gibt Gäste, die sind so unfreundlich. Also man denkt, der ganze Tag ist perfekt gelaufen. Und dann gibt es so 2 Minuten in deinem Leben. Da kann ein Gast reinkommen und kann dir diesen ganzen Tag sowas von kaputt machen. Mit nur einem doofen Spruch oder einer unfreundlichen Art. Das ist... Oh shit. Und jetzt bin ich tot. Ja, wir machen einfach ein Replay. Und machen nochmal Curse of the Darkness. Vielleicht wird die zweite Aufnahme mehr was. Nein, es wird eine Aufnahme geben. Können ja nur gucken, wie lange ich das hier schaffe.
So. Machen wir die Maus aus dem Bild. So. Ja, also es gibt also manche Sachen. Also ich wollte da schon mit einer Kollegin, wir haben schon überlegt, wir könnten eigentlich den mit den lustigsten Sprüchen machen. Also klar, es gibt so Sachen, man hat noch nicht mal die Restauranttür auf und da stehen schon 20 Leute vor allen. Wo können wir uns hinsetzen? Verständlich, dass man dann als Kellner denkt, boah Leute, es ist 5 Minuten vor der Zeit, wir wissen, ihr habt Hunger, aber macht doch einfach mal ruhig. Es rennt euch ja nicht weg. Also selbst wenn wir eine halbe Stunde früher aufgemacht hätten und die Küche nicht da ist, bringt es den Leuten ja auch nichts, wenn die schon sitzen. Dann können die bestellen, dann müssen die ja trotzdem so lange warten, wie die Küche braucht. Und sind solche Sachen, wie dann zum Beispiel dann meine Kollegin, wenn ihr darüber nachdenkt, okay, wo setze ich jetzt 20 Leute hin oder so. Sie denkt halt darüber nach und bei ihr sieht das aus, als würde sie grimmig gucken. Also sagen jedenfalls viele. Ich finde es jetzt nicht, ich finde es immer freundlich, aber wahrscheinlich auch nur, weil ich sie so kenne. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es dann Gäste, die sagen, ja, können Sie mal freundlicher gucken? Sie haben da eine Zornesfalte im Gesicht und so, legen Sie die erstmal gerade, bevor Sie mit uns reden. Und denkst dir, was habe ich denen getan? Also, ich verstehe es, dass man oft genervt ist und ich kenne das auch. Also, geht ja jeden Mal so. Entweder die Kinder schreien oder benehmen sich nicht so, wie man möchte. Und, ja, dann verstehe ich das auch total. Super, mehr selbst verletzt als, das andere. Aber dann sich selbst so das Leben so schwer zu machen, ist schon, ja, eigene Schuld, würde ich sagen. Ich bin ja eh so ein Typ, der den ganzen Tag happy ist und lacht und sich selten was anmerken lässt. Und wie wütend ich bin. Und, ich muss sagen, ich kann auch richtig scheiß freundlich sein. Ich verstehe das halt bei manchen Leuten wirklich nicht. Wie man nur so miesepetrig ins Leben gehen kann. Boah, und ich bin schon wieder tot. Und so, weil jetzt lache ich noch. Ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Ich bin jetzt gerade zweimal gestorben. Um das Thema nochmal zu beenden. Also es gibt echt Tage, da versauen einen die Gäste echt alles. Und heute war Gott sei Dank nicht so ein Tag. Aber werden bestimmt wieder kommen. Deswegen mache ich das hier eigentlich auch zum Spaß, weil es mir gute Laune ein bisschen verleiht. Und weil ich hier ein bisschen kommentieren kann, ein bisschen meine Sachen, die mich bedrücken. Das nächste Mal geht es wirklich weiter mit den Challenges. Ich versuche mich nicht so abzulenken zu lassen von meinem Erzählen. Mein Gott, es klingt alles wieder so wirr. Ich habe gerade überhaupt nicht nachgedacht, über was ich rede so wirklich. Egal. Thema können wir gerne das nächste Mal nochmal aufgreifen, was ich gesagt habe. Oder sagt mir auch einfach mal, hey, wie geht ihr denn mit Kellnern im Restaurant um? Behandelt ihr sie anständig oder denkt ihr, hey, ist denen sein Job? Hey, wenn ihr das denkt, sind auch nur Menschen und die möchten auch gerne nett behandelt werden. Nur mal so als kleine Anregung. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich und tschüss.